Ja, Hallöchen. Das letzte Channel Crossover ist ja nun ein bisschen her und im Nachhinein betrachtet, dank Corona, ein bisschen hinfällig geworden. Da ging es ja darum, da habe ich mir ein paar Leute aus dem Filmkollegenbereich hier, YouTube, Instagram, Facebook, eingeladen und jeder sollte ja mal so seinen Beitrag leisten, worauf er sich am meisten 2020 freut, auf welche Kinofilme. Ist ja nur hinfällig geworden, wirklich das meiste ist verschoben und was noch alles eventuell verschoben wird oder nicht, das steht ja auch noch in den Sternen. Aber da habe ich mich natürlich so hinreißen lassen und auch die Corona-Situation mal genutzt, wo ich so sagte, ja, Leute, habt ihr Bock mitzumachen? Ich mache ein Video, da geht es darum, Rest des Lebens isoliert von allem anderen, du darfst nur 10 Filme und 3 Serien mitnehmen, nicht mehr und nicht weniger. Und ein paar von euch hatten die Zeit und Gelegenheit und waren wieder mal so nett, hier mit mir gemeinsame Sache zu machen. Ich hau jetzt erstmal meine Top 10 und Top 3 raus und danach folgen weitere. Ja, ohne irgendwie eine Reihenfolge von 10 bis 1 runter oder von 1 bis 10, welcher Lieblingsblabla ist, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hau einfach die Filme raus, die ich mit in lebenslange Isolation nehmen würde. Ist mir wirklich nicht einfach gefallen. Ist wirklich eine sehr schwere Entscheidung. Ja, ich würde stumpf beginnen mit Lethal Weapon 3, Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci und Rene Russo in wirklich irgendwie in den Rollen ihres Lebens, also für mich zumindest. Lethal Weapon 3 war der erste Teil zurzeit 4 Teile, den ich persönlich gesehen habe und ist trotzdem für mich irgendwie auch der beste, vielleicht auch eben, weil ich ihn als erstes gesehen habe. Die ganze Reihe ist natürlich erstklassig 1A, super Action, Comedy, ein Schwarzer und ein Spinner sind immer die Gewinner, nicht wahr? Wirklich, wirklich erstklassig und ja, also der dritte Teil, den würde ich definitiv mitnehmen. Ein weiterer dritter Teil, der auch mein erster, bewusst gesehener zumindest war, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Auch diesen Film würde ich nicht mehr missen wollen. Das ist Harrison Ford wirklich als Indy und Sean Connery mit dabei in einem seiner, ja, schon fast mit letzten Filme. Also, es kam zwar noch ein paar danach, aber nicht mehr ganz so viele. Wirklich ein super Schauspiel untereinander. Es macht wirklich Spaß. Man sieht, die Darsteller haben wirklich so Spaß gehabt. Es war zwar auch ein bestimmten anstrengender Dreh, weil viel Wüste und so. Damals war es noch nicht so mit CGI, eigentlich noch gar nicht. Jedenfalls, dieser Film, da passt einfach alles. Die darstellerische Leistung. Spielberg hat auch hier wieder super Regie geführt. Und der Soundtrack von John Williams ist auch hier sehr, 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 sehr fantastisch geworden. Wirklich Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, obwohl ich alle 4 Teile sehr gerne mag, ja auch Teil 4, muss ich sagen, ist für mich das besondere Highlight der Reihe. Robert Rodriguez, der hat auch eine sehr coole Filmografie zu bieten, besonders aus den 90ern. Ich erinnere mich zurück an Desperado mit Antonio Banderas in für mich seinem geilsten Film. Das ist wirklich so ein total übertriebener Actionfilm und Blut in jeder Ecke, aber wirklich sehr unterhaltsam und ein Quentin Tarantino in einer Nebenrolle hier, die wirklich einen super Witz erzählt. Das hat wirklich super geil Spaß gemacht. Aber Desperado ist nicht der Film, den ich mitnehmen würde, sondern kein geringerer als From Dusk Till Dawn. George Clooney und Quentin Tarantino als die Gecko-Brüder und Harvey Keitel, Juliette Lewis in Nebenrollen und Salma Hayek, Danny Trejo in der Nebenrolle. Ach, hast du nicht gesehen? Also das ganze Sammelsurium an coolen Darstellern und wirklich sehr geile Dialoge. Und ich finde, es fängt so als Roadmovie an. Man hat noch keine Ahnung, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Und so mittendrin, da schwenkt er wirklich in so einen abstrusen, hat also so einen Filmtwist genau in der Mitte. Da schwenkt das Ganze in eine sehr skurrile Art und Weise des Films um. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ich werde es nicht spoilern. Die Leute unter euch, die ihn kennen, wissen, was ich meine. Und der Film ist wirklich super kult und super lustig und hat so vieles zu bieten. Super coole Darsteller, super coole Sprüche, super geile Regie und From Dusk Till Dawn, absoluter Kultfilm, muss definitiv mit. Ja, dann natürlich mein Lieblings-Star Wars-Film ever, ever, ever. Star Wars Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Auch hier ist alles geboten, was ein Film braucht, auch abseits der Science Fiction und der Märchen-Story, sag ich mal. Denn Star Wars ist nichts anderes als ein Märchen im Science Fiction-Gewand. Und ja, Das Imperium schlägt zurück hat zum einen mit die coolsten Fahrzeuge. Ich liebe die AT-ATs zum Beispiel. Die fand ich immer war immer so mein Lieblings, ja, Fahrzeug, Raumschiff, Vehikel, sag ich mal, in der Star Wars Welt.
Aber auch sonst der Film, ja, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, allesamt sehr cool Charaktere. Coole Love Story, coole Action, cooler Humor. Sehr cool auch am Anfang. Eisplanet, nein, wirklich, also Gänsehautmoment. Der geilste Twist der Filmgeschichte überhaupt wurde hier präsentiert. Da hast du echt so eine Gänsehaut von 3,50 Meter. Selbst wenn man die Story oder den Twist schon kennt, im Nachhinein ist es trotzdem noch sehr cool. Ich würde trotzdem jedem empfehlen, der Star Wars noch nie gesehen hat. Es soll solche Menschen ja auch noch geben. Episode 4 bis 6, die Originaltrilogie, immer, immer, immer als erstes gucken. Die Reihenfolge danach, scheißegal. Da könnt ihr bei Episode 1 bis 3 anfangen, bis über die Spin-Offs, bis hin zu Episode 7 bis 9 oder wie auch immer. Aber immer mit der Kerntrilogie, mit der Urtrilogie, bitte, bitte anfangen, wenn ihr noch Star Wars jungfräulich seid. So, jedenfalls, das Imperium schlägt zurück, definitiv mit in meine Isolationskammer. Ja, dann muss ich ein bisschen nostalgischer werden. Ich reiche mal zurück bis in meine frühe Kindheit. Und zwar Bud Spencer und Terence Hill, die beiden alten Haudegen. Die dürfen bei mir natürlich auch nicht fehlen. Das Krokodil und sein Nilpferd ist so einer wirklich meiner Lieblingsfilme der beiden. Auch hier natürlich dürfen die super witzigen Fressgelage nicht fehlen. Der Humor, besonders in der deutschen Synchro, ja, ne, das kommt, ist ja nochmal ein i-Tüpfelchen drauf gegenüber der Originalfassung. Die Message, die der Film hat, die beiden, die sich, die Hassliebe der beiden in den Filmen immer, die Prügeleien, wirklich alles macht Spaß. Der Soundtrack ist doch hier besonders hervorzuheben. Und das Krokodil und sein Liebpferd, einer meiner Lieblingsfilme der beiden, kommt auch definitiv mit. Des Weiteren Sylvester Stallone mit Rocky Balboa, der 6. Film der Rocky-Saga, den finde ich persönlich am besten, am emotionalsten. Mag auch vielleicht daran liegen, an dem Ganzen, was sich vorher die ersten 5 Teile aufgebaut hat. Aber trotzdem die Message in diesem Film und Stallones bzw. Rockys Weisheitsspruch über das Leben an sich, auch in diesem Film, das ist wirklich eine super klasse und super krasse Aussage. Da steht so viel Weisheit drin und trotzdem auch so dieses: So, der alte Mann will es nochmal wissen. Gehört noch nicht zum alten Eisen, dieses niemals aufgeben. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und wirklich, sehr schöner Film. Herzerwärmend, emotional und trotzdem einfach auch hammerhart. Wirklich sehr cooler, sehr, 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 sehr cooler Film. Ja, an nächster Stelle muss ich ein bisschen schummeln. Das habe ich auch schon bei meinen Top 10 bei Peter von Peters Filmbrauerei getan. 2 Filme sind es, obwohl es eigentlich einer ist. Avengers Infinity War und Endgame, und für mich ist es ein Film, die beiden wurden ja auch Back-to-Back gedreht und ja, da kommt einfach das ganze MCU zusammen und da ist wirklich für mich eine Superlative der Comic-Verfilmung, also die beiden, also dieser eine große Film muss definitiv mit. Und damit noch ein bisschen Überraschung drin ist und weil die meisten von euch, die mich hier regelmäßig sehen, wissen es ja, Jurassic Park, der erste von 1993, der muss natürlich mit, das ist mein absoluter Lieblingsstreifen. Spielberg wirklich mit auf der Höhe seines Schaffens, die Charaktere sind alle gut aufgelegt, die Darsteller sind alle gut aufgelegt, man sieht den deutlichen Spaß am Spielen an. Das erste Mal lebendige, in Anführungsstrichen, Dinosaurier auf der Kinoleinwand, wie man sie bislang noch nie gesehen hat. Ein super Soundtrack, wirklich auch ein Film, der immer noch spannend ist, auch wenn man ihn, wie ich schon, weiß ich nicht, gefühlte 300 Mal gesehen hat. Immer wieder schön anzusehen und die Effekte können sich heute auch noch sehr gut sehen lassen. Daher Jurassic Park, also mein absoluter Lieblingsfilm, muss hundertprozentig immer, immer, immer mit dabei sein. Der darf niemals nirgendwo für mich persönlich fehlen. Ja, dann kommt auch noch wirklich einer meiner absoluten Top-Favoriten, Bohemian Rhapsody. Ich als alter Queen-Fan, ne, auch wenn der Film, sag ich mal, so chronologisch nicht korrekt ist und auch hier und dort vielleicht das ein oder andere dazu gedichtet wurde und letztendlich gesehen, ja, nur an der Oberfläche von Freddys Leben kratzt. Aber was will man denn auch in einem Film so super in die Tiefe gehen? Das hätte man hier einen 5-Stunden-Film gehabt. Man muss es ja auch Publikum massentauglich machen. Von daher fand ich den Film absolut in Ordnung. Was heißt absolut in Ordnung? Ich liebe diesen Film, ne? Ich damals im Kino, der hat mich dermaßen mitgerissen emotional. Ich habe nachher so gegen Schluss, als das Live Aid Konzert war, ich habe nur noch Rotz und Wasser geheult. Also das schafft so gut wie kein Film bei mir und auch die allerwenigsten Serien. Wirklich absolut Hammer. Bohemian Rhapsody, darstellerisch, filmisch und natürlich von der Musik her 1A. Definitiv dabei. Last but not least, da gehe ich auch wieder so ins Jahr 1989 zurück. Lief natürlich bei uns nicht im Kino, dafür in den japanischen Kinos.
War nicht mein erster, da musste ich echt so ein bisschen überlegen, ja, nehme ich den ersten, den ich davon gesehen habe, oder nehme ich den, wo ich den, sag ich mal, Gegner jetzt am beeindruckendsten fand. Ja, da habe ich mich für den entschieden. Es ist Godzilla der Urgigant, im Original Godzilla vs. Biollante. Und das Coole daran ist, an diesem Film, ja, nach dem 1984er Rückkehr von Godzilla, also Return of Godzilla, war erstmal wieder so ein bisschen Flaute. Man suchte nach einer Story, wie man das jetzt weitererzählen konnte. Ja, und dann wurde in Japan ja quasi auch ein Contest gestartet, wo man ein Drehbuch einreichen konnte. Und wenn man sich Biollante genau anguckt, könnte man es schon fast erahnen. Nein, es war kein Florist, der das Drehbuch eingereicht hat, nachdem der Film, entstanden ist, sondern nein, ein Zahnarzt, ja, ein japanischer Zahnarzt, dessen Drehbuch wurde verwendet für Godzilla vs. Biollante. Und da, ich fand dieses Viech so beeindruckend, ich finde es auch heute noch, diesen Film so geil, es ist einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme. Also Befehl aus dem Dunkel war mein erster, das ist auch ein, gehört auch mit zu dem Lieblingsfilm von Godzilla, von den japanischen. Aber wie gesagt, Godzilla vs. Biollante, Godzilla der Urgigant ist, ja, für den würde ich mich entscheiden. Also das wäre mein Favorit für die Isolation. Ja, und damit bin ich mit den Filmen durch. Mehr kann und darf ich leider nicht mitnehmen. Das steht jetzt so, wie es ist. Kommen wir noch zu den drei Serien. Zum einen wäre da Dr. House. Da ist lustig, ist traurig, ist emotional. Man regt sich immer schön mit auf, lädt auch zum Rätselraten mit ein, so im Laufe der Zeit. Und Dr. House ist einer so meiner Lieblingsarschlöcher im Film- und Serienbereich. Das ist so ein richtiger, schöner, kleiner Drecksack. Der aber, so ein Menschenfeind, ja, mehr oder weniger, der aber auch irgendwo trotzdem harte Schale, weicher Kern, dieser weiche Kern ist natürlich tief im Inneren verborgen bei ihm. Und trotzdem, also Dr. House, einer wirklich der besten Serien, finde ich, aller Zeiten für mich. Auch so ein Evergreen, der ist aber auch so, weiß nicht, das ist mehr so, ja, das zeigt viel Menschliches auch, auf sehr humoristische Weise allerdings. Und das ist für mich Hör mal, wer da hämmert, mit Tim Allen in der Hauptrolle. Und das war wirklich eine Serie, die die hat einfach alles mitgenommen. Also Comedy-Serie, wo auch so Drama mit war. Und es ging viel um Familie und viel um mehr Power und Frisieren. So, ne? Wirklich, also es ist eine der besten Serien auch für mich. Und ja, würde für mich dann auch definitiv mit in die Isolationssammlung kommen. Last but not least, meine Lieblingsserie ever, das ist, handelt auch um Isolation im Prinzip, ja, auch auf einer einsamen Insel. Und die Kenner aus Film und Fernsehen wissen natürlich, was ich meine. Es ist keine geringere Serie als Lost. Und da ist auch alles dabei. Es ist Humor dabei, es ist Drama dabei, es ist Action, es ist Grusel, es ist Fantasy, es ist sogar was für religiös angehauchte Leute, insbesondere in der letzten Staffel. Und auch Mystery, es ist wirklich eine Serie, die wirklich alles, aber wirklich jedes Genre da drin hat. Und wirklich die Charakterentwicklung da ist super. Man erfährt immer wieder was durch Flashbacks und später auch durch Flash-Forwards. Also die Serie, die hat einfach alles, was Filme, Serien, was das komplette Feeling eines Film- und Seriennerds überhaupt ausmacht. Und wirklich, also Lost ist für mich nach wie vor die beste Serie aller Zeiten und daher darf die für mich niemals nicht fehlen, ähnlich wie bei dem Film Jurassic Park. So, jetzt habe ich aber hier genug gesabbelt. Jetzt lasse ich endlich mal so meine werten Kollegen zu Worte kommen und ich würde sagen, Leute, haut raus! Hallo zusammen auf dem Kanal Matze ab. Ja, der Matze hat ein Crossover geplant und der hat mich eingeladen mitzumachen. Und zwar die Regel ist, wenn du für immer in kompletter Isolation sein müsstest, welche Filme und Serien würdest du mitnehmen? Ja, ich bin jetzt kein Serienfan, ehrlich gesagt. Ich habe auch gar keine Serie in der Sammlung, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, die alten von A-Team, Hulk oder Knight Rider. Was Filme betrifft, ja, da habe ich mir 10 Stück ausgesucht. Das war ja auch die Regel, 10 Stück. Ja, und da habe ich aus verschiedenen Genres mal ein bisschen was rausgenommen. Ja, natürlich meinen absoluten Lieblingsfilm würde ich definitiv mitnehmen. Das ist einmal hier Die Verurteilten. Ja, das wäre Film Nummer 1. Eine kleine Komödie würde ich natürlich mitnehmen. Also das ist auch eine meiner Lieblingskomödien. Ist eine Weihnachtskomödie. Kevin allein zu Hause. Auf jeden Fall geht immer. Ne? Den zweiten, wenn ich durfte, auch. Aber das ist ja jetzt nicht die Regel. So, dann einer meiner Lieblings-Action-Filme. Ja. Meiner Meinung nach The Punisher, geiler Film. Ja, dann auf jeden Fall mein Lieblings-Action-Film. So muss das sein, den muss ich mitnehmen.
Terminator 2, Judgment Day, Tag der Abrechnung, auf jeden Fall gehört der. Ja, und dann natürlich habe ich mir ein paar Horrorfilme noch rausgesucht. Ja, zwei Stück an der Zahl. Der erste ist einmal Saw. Ja, und der zweite, die beiden gehören zu meinen Lieblingshorrorfilmen. Und einmal hier Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay. Geil. Also die, dann habe ich mir natürlich noch Thriller rausgesucht. Ja, meine zwei Lieblingsthriller hier, das Schweigen der Lämmer, ja, gehören definitiv rein. Dann natürlich 7, auch ein geiler Thriller. Ja, und dann habe ich mir ein bisschen Tierhorror rausgesucht. Ne? Ja, das ist mit Der Weiße Hai mein Lieblingstierhorrorfilm, Deep Blue Sea. Ja, genial, den würde ich eher mitnehmen als Der Weiße Hai sogar, ganz ehrlich. Und natürlich als großer Jean-Claude Van Damme-Fan würde ich mir natürlich meinen Lieblingsfilm von Jean-Claude Van Damme mitnehmen. Das ist Universal Soldier. Ja, das sind die 10 Filme und die drei Serien, die ich genannt habe, natürlich würde ich sie mitnehmen. Ja, dann wünsche ich den restlichen, die noch kommen oder kommen werden, viel Spaß und ja, viel Spaß. Ciao. Daumatze, du hast gerufen, ich bin erschienen. Ich mache es immer wieder gern für dich, alter Kollege. Und ja, die Frage, die du heute gestellt hattest, war ja wirklich, was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen in einem Gepäckstück, wo 10 Filme und 3 Serien reinpassen. Ich habe mir jetzt 8 Tage lang den Kopf zerbrochen. Ja, wirklich. Und ich bin auch immer noch nicht wirklich zufrieden. Problem ist halt einfach nur, ich möchte es nicht genreabhängig machen, weil es Genres gibt, die ich gerne gucke, gibt aber auch Genres, die ich ab und zu mal gerne gucke, aber absolut nicht abgrundtief feier. Ich habe mich jetzt entschieden und bin einfach mal gespannt, was du sagst, wie deine Meinung ist und vor allen Dingen, was der Rest der Community sagt, ob die Bock haben oder nicht. Ja, dann starten wir mal. Ich fange natürlich mit meinem Hassobjekt als erstes an. Mein Hassobjekt ist nämlich Serien. Ich gucke nicht so gern Serien. Ich gucke sehr wenig Serien. Ich bleibe bei ganz wenig Serien hängen. Aber ich gehe davon aus, dass auf dieser einsamen Insel kein Disney Plus verfügbar ist. Deswegen lassen wir mal die grandiose Serie von The Mandalorian weg. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. So, dann starten wir natürlich bei meiner One and Only Serie. Akte X. Ich habe jetzt nur Staffel 1 hier liegen, aber ich würde natürlich alle 11 Staffeln mitnehmen und ob du willst oder nicht, auch die Filme gehören zu der Serie, deswegen werden die wahrscheinlich auch eingepackt. Und diskutiere nicht mit mir, ja. Auf jeden Fall Akte X, Agent Mulder, Agent Scully, ne, der ominöse Krebskandidat. Auf jeden Fall, eine der brillantesten Mystery-Serien im Science-Fiction-Bereich, die ich damals schon geguckt habe mit, ja, auf jeden Fall nicht mit 16. Ich glaube, ich war 12, da habe ich ab und zu mal im Fernsehen reingeschaut mit meinem Bruder zusammen und die hat sich eingebrannt. Deswegen habe ich sie mir dann nochmal besorgt und sie zu Hause geguckt und das ist eine der wenigen Serien, die ich halt immer gucken kann. Serie Nummer 2. Damit man auf der Insel auch immer was zu lachen hat. Die Dinos. Kindheitsserie, aber auch sehr sozialkritisch. Jim Henson, den ich sowieso abgrundtief vergöttere, weil der einfach geniale Arbeit leistet. Und ja, die Dinos dürfen halt einfach nicht fehlen. Die Dinos sind einfach pure Liebe und da kann ich leider nicht weiter drauf eingehen, sonst fange ich an zu weinen. Das ist einfach eine schöne Serie. So, dann, weil ich ja nicht so der Serienfan bin, habe ich mir eine Miniserie ausgesucht mit 6 Teilen. Dune. Children of Dune und Dune. Gehört beides zusammen, sind die ersten beiden Romane der Dune Bücher, Reihe, die abgefilmt wurden. Man kann sich über die Spezialeffekte von damals streiten. Ist halt auch eine RTL-Koproduktion gewesen. Und
Das ändert aber nichts daran, dass dieser Film definitiv ja ausführlicher ist als der Klassiker, ne, von Mr. Lynch. Trotzdem liebe ich die Thematik und freue mich tierisch auf die Neuverfilmungen. So, dann geht es jetzt weiter zu den 10 Filmen. Also ich unterschreibe nicht, dass ich da nicht noch irgendwie mal was ändern würde, aber ja, das ist jetzt so, wo ich gesagt habe, okay, damit bist du halbwegs zufrieden, dann machst du jetzt einen Cut. Du musst irgendwas haben, du musst was präsentieren können. Das kommt jetzt. So, warum hat er die Tarantino-Box hier stehen? Ja, weil ich den halt nicht einzeln habe. So, Tarantino. Wenn Tarantino am Start ist, dann definitiv als Pulp Fiction. Pulp Fiction ist für mich der beste Tarantino, der jemals gemacht wurde, der bis heute noch funktioniert, der einen super Soundtrack hat, der einfach eine coole Story bildet. Ein bisschen Gangster, ein bisschen überzogen, aber halt wie man Tarantino mag und wie man Tarantino liebt. Es war auch mein erster Tarantino. Ja, ich habe Reservoir Dogs erst danach gesehen. Ich werde das nie vergessen, da hatten wir einen Schulausflug nach Münster auf dem Weihnachtsmarkt und anschließend waren wir noch in einem Einkaufszentrum und da habe ich mir einfach Pulp Fiction geholt. Die Lehrerin hat nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir nichts auf dem Weihnachtsmarkt geholt habe, aber der Fokus lag halt bei wichtigeren Dingen. So, der nächste Film ist ein wahrer Klassiker. Ist ein Klassiker, wofür nicht nur mein Herz schlägt, sondern auch viele weitere Herzen. Und das ist Big G, wie ich ihn liebevoll nenne, Godzilla. Ja, aus dem Jahre 54, schwarz-weiß. Krasse Monstertechnik für damals. Ein krasses Thema, vor allen Dingen auch nicht so spaßig wie die anderen, weil er sehr ernst ist. Und eigentlich auch ein abgeschlossenes Ende hatte, was Toho damals ja dann doch nochmal verworfen hatte mit diversen interessanten Theorien. Aber ja, schaut rein. Ich liebe den Film einfach. Ich denke mal, viele werden ihn auch kennen. Der dritte Film, wir sind bei Film 3, ist nochmal Big G. Warum? Weil Godzilla, der Urgigant aus den 80ern, also ist ja schon fast Anfang 90er, der ist von 89, mein erster Godzilla-Film war. Und der Kampf gegen Biollante war einfach damals grandiose Tricktechnik. Godzilla war böse, aber eigentlich auch nicht wirklich böse. Er hat halt wieder den Menschen gezeigt, wo der Hammer hängt. Das brauchen wir. Das brauchen wir vor allen Dingen auch in solchen Zeiten. Wir müssen mal ein bisschen wachgerüttelt werden. Ne? So. Deswegen der Urgigant, einfach ein super Film. Ich werde mir mit Sicherheit auch nochmal die Blu-ray nachholen, wenn der digital überarbeitet ist. Der ist da, glaube ich, boah, ich liebe den Film einfach. Ist wirklich ein klasse Film. So, auch auf einer Insel wird Halloween sein. Deswegen darf natürlich ein Horrorklassiker nicht fehlen. Im Bereich Horror hätte ich eigentlich statt 10 Filme locker 80 Filme mitnehmen können. Das ist auch immer in dem Bereich am schwersten. Aber das ist mein One and Only. John Carpenters Halloween, ein Klassiker der 70er und ja, wer kennt ihn nicht? Viele sagen ja schon, der ist schlecht gealtert, aber die haben einfach in meinen Augen wenig Ahnung von Klassikern. Die sind dann halt mehr so Mainstream-mäßig, modern unterwegs, ist aber alles nur meine Meinung. Da könnt ihr nicht dran rütteln. Ich liebe ihn. Allein der Soundtrack ist schon geil. Für den Soundtrack würde ich, glaube ich, die DVD Dauer laufen lassen, nur wegen des Soundtracks. So. Jetzt wird es ganz wichtig. Star Wars Episode 5 ist der fünfte Film, den ich mitnehmen würde, weil das mein Lieblings-Star Wars Film ist. In der Edition, weil da die Rohfassung drauf ist. Keine überarbeitete Fassung, weil ich die einfach deutlich besser finde, weil ich da schon mehr so der Retro-Freak bin. Auch wenn George Lucas die digital überarbeiteten Versionen wirklich brillant gemacht hat, liebe ich halt diese Rohfassung. Ich war in der überarbeiteten Fassung 97 auch im Kino damals mit 10. Ja, danke Mama. Und ja, das ist einfach der Film.
Das ist einfach der Star Wars Film für mich und deswegen darf der halt nicht fehlen. Eigentlich könnte man auch alle 9 Teile mitnehmen, auch mit den Ablegern von mir aus alle 11 Teile. Aber wenn einer, dann der. Ja, weil das meine One and Only Number One sein wird. So, dann gehen wir weiter und ich nehme mit Blade Runner 2049. Audiovisuell einfach einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Wird sich auch bis dato nicht ändern. Klar sind Filme wie Herr der Ringe auch bildgewaltig oder Ben-Hur oder sonst irgendwas, aber dieser Film war der erste Film, sage ich mal, der neuen Generation, der mich echt vom Hocker gehauen hat, was das Visuelle, was das Audiovisuelle angeht. Der Soundtrack, die Bilder mit Kopfhörer ist ja eine Wucht, der haut einen aus Latschen. Genau deswegen wird dieser Film auch mitgenommen. Nicht Teil 1, weil ich Teil 1 schwächer finde als den hier. Das habe ich bei vielen Sachen, sage ich jetzt mal. Und ja, Teil 1 finde ich auch brillant, aber den finde ich echt einen Ticken schwächer als den hier. Der war einfach irgendwie stimmiger, finde ich jetzt für mich persönlich. So, dann Comic-Verfilmungen dürfen natürlich nicht fehlen. Die Frage ist nur, welcher? Von Marvel, DC, keine Ahnung. Ich entscheide mich für DC und nehme Watchmen mit als Ultimate Cut, damit ich auch ein bisschen was auf der Insel zu tun habe. Ne? Diese, ich muss noch mal schauen, was war das hier? Ach, wenn man die Laufzeit nicht findet, diese 215 Minuten, die haben es echt in sich, ist einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe, ist brutal, hat eine gute Story, ist kein 0815 Popcorn-Kino, kann nicht jeder gucken und genau deswegen kommt er mit, allein auch wegen Rorschach, einer meiner besten und liebsten Comic-Charaktere, die ich je kennengelernt habe. Ich kenne mich mit Comics nicht aus. So, falls jetzt Leute meckern, die sagen, ja, aber die Comic-Vorlage, die ist doch viel besser und keine Ahnung. Ich liebe den Film, ich finde ihn so gut, wie er ist. Den Film kann man so stehen lassen, der ist gut gealtert. In dem Gelände. Der nächste Film, Gladiator. Man braucht auch mal was für richtige Männer. Und da ist Gladiator genau das Richtige. Gladiator mit Russell Crowe, ein brillantes Meisterwerk von Ridley Scott, was er in meinen Augen so nicht nochmal geschaffen hat. Ja, er hat wirklich viele gute Filme gemacht, genauso wie Alien etc. bei Science Fiction. Ich liebe Alien, aber Alien ist nicht in dieser Liste drin, weil ich einfach große Vorlieben für andere Science-Fiction-Filme habe, ist halt einfach. Aber Scott darf nicht fehlen. Und deswegen wird Scott bei mir mit Gladiator vertreten. Der Soundtrack, der Film, eine Legende. Kann ich nicht anders sagen. So, vorletzter Film. Jetzt werden wahrscheinlich viele wieder mit dem Augen rollen. Mit dem Auge? Nein, mit den Augen. Planet der Affen Survival. Ja. Warum gerade der? Ich muss zugeben, dass ich diese neu aufgelegte Trilogie über Caesar brillant finde. Deutlich stärker als die Klassiker. Auch wenn die Klassiker vom Planet der Affen mit Charlton Heston und Co. nicht schlecht sind. Aber ich sehe mir ausnahmsweise auch hier die Remakes lieber an, weil die Remakes in meinen Augen nicht nur von der Tricktechnik her, sondern auch von der Erzählweise her deutlich stimmiger sind. Und dieser Film hat einfach so einen krassen Anfang. Als ich im Kino saß, dachte ich, wäre im falschen Film, wenn der Titel nicht eingeblendet worden wäre, weil es wirklich totale Kriegsfilm, ja, der hatte totalen Kriegsfilm-Flair. So, und das haben die alten Filme nicht geschaffen. Und ich sag mal so, um Planet der Affen geht es nun mal um Krieg. Und das hat dieser Film wunderbar eingefangen. Der Film, der ist minimalistisch, weil es kaum Dialoge gibt. Der Film ist aber trotzdem dafür visuell beeindruckend. Der bietet einen richtig krassen Bösewichten. Für mich einer der besten Filme. Ich gebe auch jedem Teil von dieser Trilogie 10 von 10 Punkten, auch wenn alle sagen, es gibt nicht den perfekten Film. Doch für mich gibt es perfekte Filme, weil ich dann daran Spaß habe und weil ich sie mitreden kann. Dann sind sie für mich auch perfekt. Und genau deswegen
ist Planet der Affen Survival mit im 10er Deck. So. Jetzt kommen wir zum letzten Film. Da habe ich wieder eine Box. Da musste ich mir natürlich wieder schmerzhaft einen von aussuchen, obwohl ich das nicht wollte. Aber dann, wenn ich die Box mitgenommen hätte, dann wären die 10 Filme schon voll gewesen. Star Trek. Ja, Star Trek. Warum Star Trek? Er mag doch schon Star Wars. Weil mir scheißegal ist. Star Trek. Ich liebe Star Trek. Und es gibt einen Film, das war mein erster Star Trek Film im Kino. Den werde ich nie vergessen. Der zählt definitiv auch nicht zu den besten, aber allein wegen der Hintergründe, wie ich ihn im Kino erlebt habe, das ist das erste Mal auch mit Lasershow war damals in der Kinokette, wo wir drin waren. Im großen Kinosaal mit Lasershow und keine Ahnung, Tamtam mit meinem Bruder alleine vor allen Dingen, ist es Star Trek der Aufstand geworden. Ja, ich liebe auch am liebsten, also von der neuen Generation oder von Next Generation, von den Filmen mag ich eigentlich am liebsten Der Erste Kontakt. Ich nehme aber wegen des Nostalgiefaktors den Aufstand mit, weil auch der kein schlechter Film ist. Ja, Matze, du könntest eigentlich mal so ein Ranking machen, so ein Star Wars Ranking, so ein Star Trek Ranking, ein Tarantino Ranking, wo man darüber quatscht, welche Filme man besser findet und warum. Das wäre doch mal interessant, oder nicht? Wir schreiben. Nee, wie gesagt, Der Aufstand, für mich auch ein super Film, auch die Thematik. Einfach klasse, macht Spaß. So, jetzt habe ich euch 16 Minuten an eine Backe gelabert. Ich gehe mal davon aus, dass er dieses Video irgendwie schneiden wird. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Bin gespannt, was ihr sagt. Für mich ist es eine akzeptable Ausbeute gewesen. Nicht die perfekteste, aber eine akzeptable. Und so bin ich raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ich gebe an den nächsten weiter. Und wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, alles Gute, euer Alex. Insgesamt hat der Platz und die Zeit natürlich nicht gereicht, um alle in einem Video unterzubringen. Das wäre zu lang geworden, deswegen habe ich das jetzt auf 2 Videos aufgesplittet. Den Link zum nächsten Video, den haue ich euch unten in die Infobox, also schaut gerne noch da vorbei. Ja, an dieser Stelle danke ich euch nochmal vielmals, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, wenn ich euch wieder damit auf den Sack gehen kann, an meinen Videos Zeit zu nehmen. Ja, ich danke euch da draußen auch fürs Zuschauen und Zuhören und sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hat dir das Video gefallen? Dann drück den Daumen nach oben und lass gerne auch ein Abo hier auf YouTube da. Zusätzlich folgt mir doch auch auf Instagram oder Facebook.